So, hier noch einmal die etwas ausführlichere Version, warum man die Fußspitze anheben sollte beim Reiten, auch ohne Bügel. Und zwar reiten wir ja mit der flachen Wade und nicht mit dem Absatz. Wenn ich jetzt die Wade anspannen möchte, also jetzt ist sie entspannt, ganz locker, wenn ich sie anspannen möchte und lasse den Fuß hängen und will sie anspannen, dann spannt sich zwar dieser Muskel an, aber so wirklich toll ist es nicht. Wenn ich jetzt die Fußspitze anhebe, ergibt sich hier schon mal eine Vorspannung des Muskels. Und wenn ich den dann auch noch anspanne, isometrisch anspanne, dann habe ich hier eine schöne, feste Muskelkonsistenz unter dem Fettgewebe, mit der ich wunderbar den treibenden Impuls geben kann.